In unseren bisherigen Lore-Videos zur DSA haben wir die Götter und Dämonen, einige der Regionen sowie die Geschichte von der Urzeit bis zum Sieg über den Dämonenmeister Borberat behandelt. Nun wollen wir endlich einen Blick auf die jüngere Geschichte werfen. Was ist seit dem Ende Borberats passiert? Der Fokus liegt dabei auf dem Mittelreich und den sogenannten Schwarzen Landen bzw. Schattenlanden. Nachdem die 7 gezeichneten Borberat endlich bezwungen hatten, war ein Großteil des Schadens bereits angerichtet. Der Dämonenmeister hatte den Osten Aventuriens in weiten Teilen verheert und dämonisch korrumpiert. Seine Diener hatten mehrere Regionen fest in der Hand und teilweise gilt das noch heute. Die siebenstrahlige Dämonenkrone war durch das Schwert Siebenstreich zerschlagen worden. Die 7 mächtigsten Diener Borberats konnten die Einzelteile an sich bringen und ihre Macht damit ausbauen. Sie wurden als die sogenannten Heptarchen bekannt. Der ehemalige Hofmagier des Mittelreichs, Gaius Cordovan Eslam Galotta, gelangte an den Splitter des Agrimod. Mit diesem erhob er aus den Trümmern der Stadt Ysilia die Dämonenstadt Yol'Gurmak, deren schwindelerregend hohe Gebäude sich jede Nacht verschoben und umbauten. Dort baute er einen Überwachungsstaat mit sich als Dämonenkaiser an der Spitze auf und sann nach wie vor auf Rache am verhassten Kaiserhaus von Gareth. Rassasor, der schwarze und tote Drache, der Borberat bereits in seiner letzten Inkarnation treu gedient hatte, eroberte den Splitter der Targunitot, der Macht über Untote verlieh. Er wählte die Stadt Warung als seinen Sitz und ließ sich dort auf einer goldenen Pyramide nieder. Xeran, das selbsternannte Oberhaupt der Kirche des Borberat, erlangte den Splitter der Charybdoroth, der Erzdämonin, die über die Schrecken des Meeres gebietet. Xeran wurde damit zum Herrscher der blutigen See, war jedoch mehr an der Mehrung seines privaten Reichtums interessiert und beutete seine Anhänger von seinem Hauptquartier aus, das in der Stadt Mendena lag. Helmer Hafax war der ehemalige Reichsmarschall, der zu Beginn des Krieges zu Borberat übergelaufen war. Er sicherte sich den Splitter des Kriegsdämonen Bel-Hal-Har und nutzte ihn, um auf der Insel Maraskan eine straff geführte Militärdiktatur aufzubauen. Die Hexe Glorana schuf mittels des Nagrach-Splitters hoch im Norden ihr eigenes Eiskönigreich rund um die Stadt Pavi. Der Splitter der Belkelel, der Gegenspielerin der Raya, ging an Dimiona von Zorgan. Sie sorgte dafür, dass sich das Reich Oron von Aranien abspaltete und baute dort einen Staat auf, der auf Sklaverei und Misshandlung gründete. Über die 7. Heptarchin ist kaum etwas bekannt. Gerüchten zufolge hat ein mysteriöses Schlangenwesen namens die Skrechu den Asphalot-Splitter erbeutet, der es erlaubt, neue Chimären und andere Monster zu erschaffen. Sie soll tief in den Dschungeln Maraskans lauern. In den folgenden beiden Dekaden wogte der Krieg gegen die Heptarchien immer wieder hin und her. Vor allem Galotta war es, der das Mittelreich in Atem hielt, Gareth immer wieder bedrohte und einmal sogar die kaiserlichen Zwillinge Rohaya und Ippolita entführte. Im Jahr 1027 nach Bosparans Fall, dem Jahr des Feuers, startete er eine große Offensive. Gemeinsam mit Rassasor und dessen Untotenarmee verwüstete er die Stadt Werheim und zog danach Gareth. Ihm war es gelungen, einen Teil seiner Stadt als fliegende Festung in die Lüfte zu erheben und er plante, Gareth darunter zu begraben. Das gelang ihm auch, jedoch anders als geplant. Eine Gruppe Helden konnte in die fliegende Festung eindringen, Galotta besiegen und das Konstrukt so zum Absturz bringen. Das Schlimmste konnte verhindert werden, auch wenn der Preis für die Rettung der Stadt hoch war. Auch wurde Reichsregentin Ema während der Schlacht von Rassasor verschleppt. Die Zukunft des Mittelreichs war ungewiss. Die einzelnen Provinzen waren untereinander zerstritten und es kam zu Bürgerkriegen. Die Erbin des Kaiserthrons, Rohaya, hatte einen schweren Stand. Answin von Rabenmund, der schon mehrfach nach der Kaiserkrone gegriffen hatte, versuchte erneut, die Macht über das Mittelreich an sich zu reißen. Es kam zu einer offenen Feldschlacht, in der seit Jahren verschollene Kaiser Hal auftauchte und das Blatt zugunsten seiner Enkelin Rohaya wendete, jedoch selbst ums Leben kam. Als schließlich Rassasor in den Kampf eingriff, wurde klar, all dieses Blutvergießen spielte seinen eigenen Plänen in die Hände. Answin opferte sich schließlich und Rassasor konnte mittels eines Boron-Artefakts, des Stabs des Vergessens, vernichtet werden. Auch das Artefakt wurde dabei zerstört und die Boron-Kirche machte sich auf, einen Ersatz zu suchen. Eine Queste, die eine der Triebkräfte hinter der Besiedlung des Südkontinents Uturia sein würde, die einige Jahre später begann. Nach Rassazors und Galottas Tod waren 2 Heptarchenplätze unbesetzt.
Der geniale Erfinder Leonardo schwang sich mit einigen Verbündeten zum Herrn von Yolgurmak auf, während in Warung ein Rat aus Nekromanten über die Stadt und den Tagunitot-Splitter herrschte. Einige Jahre später wurde Warung befreit und der Splitter fiel in die Hände eines Dämons namens der Seelensammler. Noch etwas später konnte der Splitter von einigen Helden vernichtet werden. Während des Jahres des Feuers fiel auch Dimiona durch die Hände des aranischen Fürsten Arkos. Ihr Splitter wurde sichergestellt, Oron wieder in Aranien eingegliedert. Zu diesem Zeitpunkt hatte der geldgierige Xeran bereits alles verloren. Zuerst seinen Charybdoroth-Splitter an den Admiral Darion Palligan, Herrscher über die Dämonenarchen. Und später sein Leben bei einem Vorstoß durch Helme Hafax, der Mendena eroberte. Kurz darauf wurde jedoch auch Palligan besiegt und der Charybdoroth-Splitter ging an den Herrscher des Horasreichs, den Halbdrachen Kadan Horas. Er versuchte, den Splitter in einem Ritual in der Kom-Wüste zu vernichten, was auch gelang, jedoch fiel der Horas dabei ins Koma. Während dieser Zeit verschob sich der Sternenhimmel über Aventurien. Der sogenannte Sternenfall leitete eine neue Ära ein. Etwa zur selben Zeit wurde auch das Reich der Eishexe Glorana endgültig zerschlagen. Ein Trupp Orks fiel über ihren Eispalast her und eroberte ihren Splitter für ihren Anführer, den Aikar Brasorak. Inzwischen war Helme Hafax der mächtigste der Heptarchen. Ihm war jedoch klar geworden, dass er dem Schicksal der anderen Erben Borberats nicht dauerhaft entgehen konnte. Kaiserin Rohaya hatte bereits zu einem Heerzug gerufen, um die Schattenlande endgültig zu befreien und war weit in den Osten vorgerückt. Helme Hafax nutzte diese Zeit, in der das Herz des Mittelreichs ungeschützt lag, für seine eigenen Pläne. Er übergab den Splitter des Belhal-Ha freiwillig an die Rondra-Kirche, im Austausch gegen einen Weg, dem Grauen der Niederhöllen zu entgehen. Sein Plan lief nicht ganz fehlerfrei und bevor er sich selbst das Leben nahm, um seine Seele in einem Karfunkel einzusperren, kam es zu einer Schlacht um die Hafenstadt Perikum und zu einem weiteren dämonischen Angriff auf Gareth. Im Jahr 1040 nach Bosbarans Fall sind immerhin zwei der Splitter vernichtet. Zwei weitere befinden sich in der Obhut von göttertreuen Autoritäten. Leonardo, der Aikar Brasorak und die Skrechu sind weiterhin im Besitz ihrer Splitter.